Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Trucking-Fans, herzlich willkommen zurück hier, wenn ich frei zockt. American Truck Simulator, wir brauchen einen neuen Auftrag. Wir haben, glaube ich, abgeliefert in der letzten Folge und stehen irgendwo auf einem Rastplatz und haben dort geschlafen. Ich glaube, tanken müssen wir auch noch hier in Stockton irgendwo, aber naja gut, wir erstmal gucken hier, dass wir wieder vorankommen, dass es wieder abgeht. Karlsbad, da waren wir noch nie. Das ist ja geil. Fahren wir. Navi-Ziel. Einstellen. So, geht's rein in den Truck. So, den hat's gerade mal resettet. So. LKW anmachen. Handbremse lösen. Und, ich glaube, das ist gerade gegenüber, kann das sein? Da haben wir doch gerade abgeliefert auf dieser Baustelle da bei denen. So. Mal kurz. Oh, Blick links. Blick rechts. So, wir müssen gerade hier rüber. Also da kamen wir ja gerade her. Sozusagen. So, da rein. Auftrag. So, da schnappen wir uns das Ganze mal und dann nehmen wir das mal an. Holen uns mal den entsprechenden Anhänger. Wo steht er denn? Ach Gott, da hinten steht er. Weiß gar nicht, können wir da langfahren? Ich heiz hier gerade voll über den Hof. Ach du Schande. Ja, Houston, ich habe das Lenkrad auf dem Kopf stehen. Ich muss da jetzt mal gucken, wie ich da am geschicktesten drankomme. Ich glaube so. So. Und wenn ich auf Tour bin, erzähle ich euch mal ein bisschen was. Weil gestern kam ja nur ein Video. Und wie das Ganze dann jetzt hier weiter geht, das will ich euch mal erzählen. Weil ich habe einen kleinen Entschluss gefasst und das wird mein Programm für die nächsten, ja, also zumindest heute noch beeinflussen. Ruckelt das? Das Bild ruckelt nicht, oder? Nee, das Bild ruckelt nicht. Du darfst nicht ruckeln, Bild. Du musst mit 60 FPS laufen. Das gibt's nicht. Wir hatten bisher keine Probleme. Wir haben dann auch jetzt keine Probleme. Komm, gib Gas. Zieh. Das Ding ist schwer. Das ist schwer. So, Rechtsabbieger dürfen wir sowieso immer fahren. Die Ampel ist grün, also kommt da auch keiner. Also biegen wir ab. Wir müssen aufpassen, da steht die Polizei. Beinahe hätte ich was anderes gesagt. Boah, und wie die da steht. Man meint ja gerade, hier ist irgendwie ein Nest. 1, 2, 3 Polizeiautos auf der Hauptstraße. Moment mal. Wieso will der uns jetzt allen Ernstes über die Landstraße führen? Nach Karlsbad. Macht doch gar keinen Sinn. Wenn die Autobahn nebendran ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Wir fahren da auch jetzt auf die Autobahn. Wir fahren an der Tankstelle vorbei und tanken und fahren dann auf die Autobahn Richtung Karlsbad. Perfekt. Genau so muss das sein. Genau so und nicht anders. So, Stockton. Nichts über Landstraße. Hallo. Was sind wir denn hier? Wir können 500 Jahre unterwegs sein. So. Ich bin mal stark von aus, dass das okay geht, dass wir fahren. Dann ist da vorne eine Tankstelle. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Das ist Stockton Süd, glaube ich. Da waren wir schon mal.
alles nicht neu hier, deshalb wird es Zeit, dass ein neues Addon kommt. Dass man mal ein bisschen was Neues entdecken kann, sonst wird es langsam langweilig. Aber Karlsbad, da waren wir noch nicht. Ist ja nur vorbeigefahren. So, Motor ausmachen, Handbremse ziehen und dann mal tanken. Und ich freue mich, wenn wir auf der Autobahn sind, da kann ich euch ein bisschen was erzählen. Weil gestern, wie gesagt, da kam ja nur ein Video. Und das hat einen Grund. Und keine Sorge, es ist nichts Dramatisches, es ist einfach nur eine persönliche Entscheidung, weil mich hat das gestern alles ein bisschen zu sehr mitgenommen, was ich gemacht habe. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, nichts da. Stecker ziehen, ein Video reicht, Punkt, aus die Maus. So, da geht's auf die Autobahn. Ruckel, ruckel, ruckel. Komischerweise, da oben stehen sie, wieso stehen die da? Fahrt! Wir kennen nix. Wir kennen nix. Knallhart. Wir sind die Profi-Trucker. Wir kennen keine Regel, wir kennen nur Liefertermine. Und wir nutzen alles, was möglich ist, um die Liefertermine einzuhalten. Also fahren wir einfach an den parkenden Autos vorbei, über den Standstreifen, auf die Autobahn drauf. So, Punkt. Fertig, aus. So, jetzt stehen wir auf der Autobahn. Oder sind wir auf der Autobahn. Jetzt fahren wir Richtung Süden nach Karlsbad. Und ich habe mal Zeit, mit euch ein bisschen zu plaudern. Also, gestern war Folgendes. Ich habe Mad Games Tycoon aufgenommen und hatte vor, eigentlich das ganze Programm zu machen morgen. Also gestern, für heute. Was? Nein. Ja, gestern für heute, was für euch gestern ist. Meine Güte, also für euch eigentlich vorgestern. Also habe ich dann halt, aufgenommen. So. Also, der Punkt ist folgender. Folgendes ist passiert. Ich habe 2 Stunden Race Room aufgenommen, weil ich dort was vorhab. Und das hat 2-mal nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich bin da 1 Stunde Rennen gefahren. Ja, das ist schon was. Das ist durchaus, kannst du sagen, das ist konzentrationsmäßig anstrengend. Weil das nicht geklappt hat, habe ich dann gesagt, komm, ich nehme Project Cars der Schleife auf. Und dort habe ich dann Autos gefahren, wie den Red Bull. Den habe ich nicht mal durch die ersten beiden Kurven bekommen, ohne dass ich in die Wand gefahren bin. Und das war also auch schon mal sehr fordernd. Habe ich dann nochmal 1/2 Stunde Nordschleife gebrummt. Und war mehr in der Wand als sonst was. Und das will ich dann auch nicht zeigen. Das ist sehr... das hat mir nicht gefallen. Wisst ihr, von der Qualität her hat es mir einfach nicht gefallen, was ich da abgeliefert habe. Und dann habe ich mich entschieden, auch das nicht hochzuladen. Aber ich war dann körperlich schon so down, so alle, so also physisch und konzentrationsmäßig mitgenommen, dass einfach gar nichts mehr ging. Ich war nur noch müde. Ich war müde, ich wollte hier vom Rechner, ich wollte einfach nur noch da sitzen und wollte mir was angucken, wo ich nichts machen muss. Ich hatte noch nicht mal mehr Lust, irgendwie Stardew Valley auf meiner Farm irgendwie was zu machen. Ich hatte auf nichts mehr Bock. Ich wollte einfach nur hier sitzen und wollte was gucken. Habe ich mich bei Netflix eingeloggt und habe angefangen, Serie zu gucken, habe einfach die Füße baumeln lassen. Und da ist mir eine Entscheidung eingefallen, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt 2 Tage lang mein Lenkrad nicht mehr anrühre. So. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe damit gemeint, dass ich kein Racing fahre. Ja? Dass ich einfach mal nix race. 2 Tage lang kein Racing. Einfach um runterzukommen von diesem, du musst perfekt um die Kurven fahren, du musst, also das einfach mal, ne, einfach mal weg. So. Und deshalb hatte ich ursprünglich auch vor, heute nicht American Truck aufzunehmen. Hab dann aber auf meinen Uploadplan geguckt und wenn ich da Racing heute rausstreichen würde und Trucking rausstreichen würde, also alles, was heute mit Lenkrad stattfinden wird, wenn ich das alles rausstreiche, bleibt nichts mehr übrig. Außer Mad Games. Und da haben wir heute wieder nur ein Video. Und da habe ich gesagt, nee, komm, wir machen das anders. Ich nehme auf mit Lenkrad American Truck Simulator. Ich nehme auf Mad Games Tycoon, weil es sowieso käme.
Und ich nehme auf in den Slot, wo ich eigentlich irgendein Racing-Video packen wollte, wie der Schleifer oder iRacing, damit ich da runterkomme vom Bestand. Ja. Also da habe ich ja noch ganz große Berge vor mir und das dauert ja noch ewig, wenn ich das da jetzt immer nur einmal die Woche bringe. Also habe ich ja gesagt, mache ich in den iRacing-Slot der Schleifer oder iRacing-Videos, damit wir da mal beikommen. Und in den Slot packe ich heute den Prissen-Architekt, der gestern ausgefallen ist. Ja, weil das den Leuten gegenüber unfair ist, dass die auf Prissen-Architekt warten und der kommt nicht und der fällt aus, weil Racing mich gefrustet hat. Sagen wir es einfach mal so. Und deshalb hole ich den nach. So, das heißt, heute kommt American Truck Simulator, Prissen-Architekt und Mad Games Tycoon und sonst nix. So, warum mache ich das? Wie gesagt, weil ich im Racing einfach, ich brauche Abstand. Ich brauche einfach mal 1-2 Tage Abstand. Weil ich persönlich gemerkt habe, es ist too much, was ich gerade abfeiere. Ich bin aus iRacing extrem gefrustet, weil ich dort geschafft habe, 2 GT3 Rennen zu fahren. Und in beiden wurde ich, ja, sagen wir es mal so, von der Konkurrenz unsanft auf die hinteren Plätze befördert. Und das hat nichts mehr mit Racing zu tun. Das hat mich gefrustet. Gebe ich offen zu. Ich habe mir deshalb auch nochmal ganz intensiv Sim-Racing-Verbände angeguckt, da gibt es ja einige. Und habe mir Gedanken gemacht, ob ich vielleicht bei sowas mitfahre, weil dort gibt es halt ganz brutale Strafen für Fahrer, die so fahren wie die Leute, die bei iRacing unterwegs sind. Also ich will ein schönes Racing und das hat mir bisher iRacing geboten, aber irgendwie bietet das momentan nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss mir da irgendwie was einfallen lassen, wie ich damit umgehen will in Zukunft. Ich meine, es gibt da ja 2 Möglichkeiten. Ich kann die Dinge fahren, die ich brauche für meinen Participation-Bonus, wobei ich glaube, das wird eh langsam eng. Und kann dann, um iRating und so weiter aufzubauen, damit ich dann nicht mehr gegen solche Idioten fahren muss, Rennserien fahren, wo vielleicht nicht solche Idioten unterwegs sind. Das gibt's ja. Ja, es gibt so ein paar Autoklassen, wo du sagen kannst, die fahren die nicht. Das ist denen zu langweilig. Man muss das ja auch mal so sehen. Es gibt viele, die wollen unbedingt die größten Karren fahren in iRacing oder sonst irgendwo, ohne den Skill zu haben, diese Power kontrollieren zu können. Das muss ich auch mal ganz deutlich so sagen. Ja. Das ist durchaus ein Problem. Also das heißt, da gibt es einige, die wollen dann Formel 1 oder GT3 Fahrzeuge bewegen. Die sind von dieser Speed so überfordert, die bremsen und dann fangen sie an zu rutschen und dann rutschen sie dir ins Heck und dann ballern sie dich weg und dann ist dein Rennen gelaufen und dann locken die aus und sind frustriert, dass sie wieder einen Crash hatten und schimpfen vielleicht noch drauf, dass du zu früh gebremst hast. Das kann es auch geben. Ein Helikopter da oben unterwegs. Und ja, wie soll ich sagen? Also im Prinzip liegt es eigentlich an denen, dass die halt nicht fahren können. Ja, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Und ich habe jetzt die Tage mal bei Pete Smith gesehen, der hat ein Lenkrad-Vorstellungsvideo gemacht und hat der iRacing erwähnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen schockiert. Ja, weil also nichts gegen Pete Smith, aber dass die Jungs einen ziemlich Hardcore-Stil fahren, ist mir schon extrem aufgefallen in den ihren Videos, die sie so produziert haben, wo sie gefahren sind. Und
wenn jetzt deren Community, ich weiß, dass sich da vielleicht der ein oder andere auch überschneidet, aber wenn sich jetzt deren Community für iRacing anmeldet, die will ich dort gar nicht. Und ich glaube, iRacing will die auch nicht. Also nichts gegen die Pete Smith Jungs und denen ihre Zuschauer, aber ich glaube, das ist... Also versteht ihr, ich habe eine Definition gehört von Sim Racing, die mir sehr, sehr gut gefällt. Da hat einer gesagt, Simracer spielen keine Spiele. Simracer fahren Simulationen. Ja, wie hier der Euro Truck Simulator. Das ist eine Simulation. Ich fahre hier nicht rum und ramme andere Autos. Wenn ich hier über rote Ampeln fahre, muss ich Strafen zahlen. Wenn ich hier in einen reinfahre, muss ich Strafen zahlen. Wenn ich hier einen Unfall baue, muss ich Reparaturkosten zahlen. Das ist eine Simulation. Und Simracer fahren Simulationen. Und genauso ich. Ich sehe mich als Simracer, wenn auch ein langsamer. Ich spiele keine Spiele, ich fahre Simulationen. Das ist vermutlich auch das, was mich an Project Cars oder so vielleicht aufregt an der KI. Weil die KI sich unsportlich verhält. Und das ist für jemand, der Simulationen fährt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es in der Realität dafür eine Strafe gebe, die es im Spiel nicht gibt, macht das Spiel oder macht dieses Spiel zu einem Spiel und weg von der Simulation. Und ich habe die Empfehlung bekommen, ich soll mir mal Simracing Deutschland angucken. Und mir sind da erst sehr hohe Preise aufgefallen, die ich gesagt habe, ich glaube, den spinnt's. Ja, das Geld, na, so viel Kohle zahle ich da nicht. Mache ich nicht. Das sind ja 130 Euro oder was, die ich da erstmal überweisen muss, damit ich da überhaupt mitfahren kann. Und dann haben die feste Tage und wenn ich da nicht kann und dann kriege ich dann meine Kautionen nicht zurück, sondern die verfallen dann und dann muss ich Mitglied sein im Club und am besten noch eine Satzung unterschreiben und was weiß ich. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich habe ja iRacing. So, aber ich bin mittlerweile wirklich am Überlegen, wenn ich Simracing besser betreiben will, ob ich mich bei Simracing Deutschland vielleicht mal umguck, mal informiere, da mal Gespräche führe vielleicht sogar. Ja, also ich meine, ich weiß es halt nicht genau. Es ist mir... Es ist schwierig, das zu... Es gibt Gründe, warum ich das nicht will. Ich meine, das ist der gleiche Grund, warum ich kaum Multiplayer-Spiele spiele. Es gibt Gründe, warum ich das nicht will. Ich brauche feste Termine. Aber ich muss auch eine gewisse Flexibilität haben. Also so nach dem Motto, in 5 Minuten geht ein Rennen los, wer will mitfahren? Das geht gegen mich. Das kann ich überhaupt nicht. Und ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere von meinem Racing-Team aus iRacing das jetzt hier vielleicht auch sieht. Das fällt mir die letzte Zeit halt extrem auf bei meinem Rennteam. Ja, WhatsApp-Gruppe. Um 19 Uhr fahren wir Rennen, wir suchen noch Fahrer aufs Auto und zack, 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 so nach dem Motto. Und ich bin keiner, der sich mal schnell für eine Stunde in ein Rennen schmeißt. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin keiner, der sich mal eine Stunde in ein Rennen schmeißt, ohne sich darauf vorbereitet zu haben. Ja, weil ich will nicht derjenige sein, der dann am Schluss vielleicht oder in der Mitte in so ein Auto springt, in der Mitte eine Stunde lang einen Stint fahren soll und in der Stunde die Karre zweimal in die Wand setzt. Und die ganzen Plätze, die vielleicht der erste Fahrer gewonnen hat, kaputt fahren und dann einem anderen ein Auto übergebe, was ein Scheißhandling hat. Der Typ bin ich nicht. Oh oh. Boah, beinahe hätte ich ihn ausgemacht, ey. Glück gehabt. Also ich bin so der Typ, ich will das gut machen, wenn ich das mache. Versteht ihr? Und ich will das vorbereitet machen. Und ich will das mit meinen Leuten trainiert haben. Und ich will wissen, was abgeht.
Und ich will jede Einstellung kennen und ich will wissen, wann der Reifen optimal performt. Und also das ist genau das. Deshalb wollte ich ein Rennteam. So hart es klingt, deshalb wollte ich ein Rennteam, weil das alleine rauszuarbeiten einfach viel zu aufwendig ist. Und was macht mein Rennteam? Die sagen, da haben wir ein fertiges Setup, nutz. Ja, aber die Reifentemperatur ist ein bisschen hoch. Nö, die passt schon. Das ist nicht meins. Ich fühle mich da gerade, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin denen neu beigetreten und ich fühle mich dort schon unwohl. Es ist nicht das, was ich gesucht habe. Ich brauche nicht Leute, die Autorennen fahren. Leute, die Autorennen fahren, kenne ich genug. Mit denen bin ich in einem lockeren Verbund und wir haben Spaß zusammen, wenn wir Autorennen fahren. Dazu brauche ich kein Team. Ich brauche ein Team zum Austauschen, zum Lernen, zum gemeinsam Lernen, zum Auto erforschen, zum Testfahrten machen, Reifentests machen, Motorentests machen, Autotests machen. Gucken, welches Auto performt am besten auf welcher Rennstrecke. Gucken, die Setups für die Autos bauen und was weiß ich was. Alles, ja? Mir geht's da nicht um eine Lackierung. Mein Auto, das kann pink sein. Komme ich mit klar. Lackierung ist mir wurscht. Ich habe es letztens zu einem gesagt, ey, kannst du mir einen Pimmel aufs Auto malen? Ich denke da wie ein Motorsportler. Wenn mir die Werbung gut bezahlt wird, kannst du mir einen Pimmel aufs Auto malen. So einfach ist das. Mir geht's da nicht um Farben. Falsches Pedal. Boah, ich park nicht mehr schön ein. Ey. Seit ich das Lenkrad habe, ist das ein bisschen schwerer. Also, es ist kompliziert zu erklären. Ich mache mir ernsthaft Gedanken, ob das alles Sinn ergibt. Und das hat mich alles in Summe so frustriert, dass ich dann halt gestern gesagt habe, so, ich brauche eine Pause. Ich brauche definitiv eine Pause. Um mir selber mal klar zu werden über ein paar Sachen. So, kurze Route. Eine Walze hoch wieder nach Vegas. Nach Vegas. Das ist unsere Basis. Oder nach Sacramento. Das ist die Autobahn zurück, die wir gerade eben runtergefahren sind. Vegas, Baby. Ich glaube, da machen wir uns aber mal Gedanken hier. In der nächsten Folge. Ich habe da wieder viel rumphilosophiert jetzt und mit euch Gedanken geteilt. Es ist schwierig für mich. Also es ist nicht so, dass ich... Ich habe da das Rennteam schon lieb gewonnen, so auf seine Art. Also da sind so 2-3 Leute drin, wo ich sage, oh, finde ich ganz dufte. Mit denen hatte ich schon Kontakt und finde ich ganz dufte. Gibt aber auch einige Sachen dort, die mir nicht so wirklich gefallen und zusagen, wo ich dann am Überlegen bin, ob ich, wenn ich mit den 2 Leuten Kontakt haben will, ein Rennteam brauche. Also es ist schwierig, das zu formulieren. Es ist, ich habe eh nicht so die Zeit. Ich will jetzt auch wieder anfangen zu streamen demnächst und ich weiß halt nicht, wo es hingehen soll. Und was ich halt nur gesagt habe, ist, ich brauche meine Ruhe. Also ich will momentan einfach mal kein Autorennen fahren. In keinem der Spiele, um einfach mal wieder so ein bisschen Bodenhaftung zu kriegen. Versteht ihr, was ich meine? Also mir nicht Gedanken zu machen, was habe ich für einen Fehler in der Kurve gemacht, sondern mal Gedanken zu machen, wie will ich in Zukunft Autorennen fahren. Aber gut, bevor ich jetzt hier im Hauptmenü rumphilosophiere, bin ich mal raus. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken, auch wenn ich so ein Thema angeschnitten habe. Man kann ja, wenn man das will, auch mich muten und kann sich nur das Fahren angucken. Also wenn es mal Themen sind, die euch nerven, einfach wegklicken. Ja, manchmal ist das Fahren ja auch interessanter, wie das, was ich erzähle oder umgekehrt. Das sind halt immer so kleine Entscheidungen, die muss jeder für sich selbst treffen. Ich biete beides, ja.
schöne Tour fahren und dabei irgendwas erzählen, was mich gerade bewegt. So, aber ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.